Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der Lesung haben wir heute gehört, wie groß die Freude König Salomos und des ganzen Volkes Israel über die Bundeslade und ihren Einzug in den neu gebauten Tempel war. Die Bundeslade stand im Allerheiligsten des Tempels. In ihr war der Bund Gottes mit seinem Volk sichtbar, gewissermaßen greifbar. Die beiden Tafeln mit den 10 Geboten, die Mose von Gott erhalten hatte, vergegenwärtigten die ganze Rettungsgeschichte des Volkes Israel, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, den Zug durch die Wüste, und der neu gebaute Tempel stellte eindrucksvoll vor Augen, Gott hat sein Versprechen erfüllt. Er hat seinem Volk das gelobte Land geschenkt. 400 Jahre später wurde der Tempel durch den babylonischen König Nebukadnezar ein erstes Mal zerstört. Später mehrfach wieder aufgebaut, und zur Zeit Jesu erstrahlte der Tempel in Jerusalem in bis dahin nie gekannter Pracht und Größe. Aber 70 nach Christus wurde er von den Römern zerstört und bis heute nicht wieder aufgebaut. Im Evangelium haben wir gehört, wie die Menschen die Nähe und Berührung Jesu suchen. Er, der von sich sagen konnte, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen, meinte damit den Tempel seines Leibes. Jesus ist der neue Tempel Gottes. In ihm ist Gott für uns zugänglich und berührbar geworden. In einer bis dahin nie gekannten Weise unüberbietbar. Jesus ist der Bund Gottes mit uns in Person. In seinem Leib, in der heiligen Eucharistie, wird er sogar unsere Nahrung, wird die Gegenwart und Sorge Gottes um uns sichtbar und ganz konkret. Jesu Leib stärkt uns auf der Pilgerschaft zum himmlischen Vaterhaus, zu unserem versprochenen, von Gott gelobten Land. Darum haben wir noch mehr Grund zur Freude über die uns geschenkte Nähe Gottes, als Salomo und das Volk des alten Bundes bei der Weihe des Tempels damals. Vor 20 Jahren schrieb der heilige Papst Johannes Paul II. In seinem Brief zum Jahr der Eucharistie: In der Eucharistie hat uns Gott seine Liebe bis aufs Äußerste gezeigt. Der heilige Paulus betont daher mit Nachdruck, dass eine Feier der heiligen Eucharistie nicht zulässig ist, wenn in ihr nicht die im konkreten Teilen mit den Ärmsten bezeugte Nächstenliebe aufleuchtet. Und dann kommt ein Satz, der für uns unmittelbare Konsequenzen hat. An der gegenseitigen Liebe, insbesondere an der Sorge für die Bedürftigen, erkennt man uns als wahre Jünger Christi. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, es darf eigentlich keine heilige Messe geben, aus der heraus wir nicht diese Liebe zu den Bedürftigen tatsächlich verwirklichen. Kardinal Meißner sagte gerne: Wir dürfen beim Empfang der heiligen Kommunion nicht die Endverbraucher, nicht die Endstation der Liebe Gottes sein. Die heilige Adelheid hat das vorgelebt. In der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts wurde sie Äbtissin im Stift Vielich bei Bonn, das ihre Eltern gegründet hatten. In Zeiten schwerer Not trat sie als unermüdliche Helferin der Armen hervor. Sie sorgte ganz persönlich für Arme und Kranke und wies an, dass jede Person, die für ihren Gesundheitszustand jeweils hilfreiche, angemessene Nahrung erhalten soll. Sie verhielt sich in jeder Weise mütterlich und fürsorglich gegenüber den jungen Mädchen, die in ihrem Kloster
eine gute Ausbildung erhielten. In Heiligen wie Adelheid konnten Menschen damals die Nähe Gottes und seine Sorge erfahren. Heute ist es an uns, liebe Schwestern und Brüder, dass Menschen diese Erfahrung machen können. Amen.